Herzlich willkommen bei StudyHelp TV. Wir hatten uns im letzten Video angefangen, darüber Gedanken zu machen, wie lineare Optimierung so funktioniert. Und damit man sich das Ganze vorstellen kann, gibt es hier ein Problem aus der BWL. Und zwar wollen wir eine gegebene Kostenfunktion mit zwei variablen Produktionszeiten so optimieren, dass wir einen gegebenen Output, nämlich 200 Stück, kostenminimal herstellen können, und wir können uns dabei aussuchen, auf welchen beiden Intensitätsstufen wir unsere Maschine laufen lassen. Je nachdem, was wir für Intensitätsstufen haben, wird es teurer. Dafür ist dann aber ist der Output schneller. Das ist also ein klassisches Optimierungsproblem mit diesen Parametern, so einer Kostenfunktion. Und was wir dann als erstes getan hatten, war, uns die Randbedingungen anzugucken, also Summe der Produktionszeiten ist genauso groß wie die Schicht, die eben da jetzt laufen soll. Und wir haben ein Output von 200 Stück, die wir produzieren müssen. Und da hatten wir drei Restriktionen definiert. Und zwar einmal einen Output, den wir erzeugen wollen. Produktionsgeschwindigkeit mal Zeit gibt genau aus der Summe der beiden Intensitäten den Output, den wir erzeugen müssen. Dann gab es eine Kapazitätsrestriktion, das heißt, die Summe der beiden Produktionszeiten muss natürlich kleiner oder gleich die Schichtdauer sein, sonst verletzen wir eben die Zeit, die wir maximal haben. Und die dritte Definition, Restriktion, war einfach nur diese Kostenrestriktion, das heißt, wir haben diese Kostenfunktion, die sich zusammensetzt aus Produktionsgeschwindigkeiten und Stückzahlen, die wir pro Zeit erzeugen können, und wenn wir das noch mit der Zeit multiplizieren, dann kommen wir eben auf die Kosten, die wir da verursachen. Jetzt ist die Frage, wie löst man das Ganze denn? Und wir lösen das jetzt hier mal grafisch. Damit man das grafisch lösen kann, ist es natürlich wichtig, dass man das ganz genau zeichnet. Das wird mir hier nicht gelingen. Ich versuche es mal möglichst gut. Vielleicht wird es dann nicht ganz so sauber. Also, das Optimierungsproblem hat in unserem Fall zwei Freiheitsgrade. Was heißt jetzt Freiheitsgrad? Zwei unterschiedliche Parameter des Problems, die wir so verändern können, dass wir eine optimale Lösung kriegen. Jetzt kann man sich mal gerade selber fragen, ob man dieses Rätsel löst. Was sind also die beiden Freiheitsgrade? Die Produktionszeiten, die wir einstellen können. Das sind also genau die beiden Möglichkeiten, an denen man jetzt irgendwie drehen kann. Und was man jetzt hier in dieser Menge aller möglichen Ergebnisse einzeichnen muss, sind als erstes die Restriktionen. Also Restriktionen einzeichnen. Ja, dann überlegen wir nochmal. Das ist ja jetzt einfach ein Graph, als wäre es y und x. Das heißt, wir haben hier die Output-Restriktion und die können wir einfach nach T2 umstellen. Dann bekommen wir eine Funktion, wo dann sowas stehen würde wie y ist gleich Steigung mal x plus y-Achsenabschnitt. Nur dass x und y hier eben T1 und T2 heißen. Ansonsten ist das genau das Gleiche. Also tun wir das doch einfach mal. Und dann bekommen wir raus, für die Output-Restriktion gilt folgende Geradengleichung nach T2 umgestellt. T2 ist gleich 20 Drittel, also 6, Periode 6, minus 2 Drittel mal T1. Wenn wir das jetzt zeichnen wollen, dann brauchen wir hier noch eine Skalierung. Jede Intensität könnte ja maximal 8 Stunden laufen, also machen wir mal 2, 4, 6, 8 und 2, 4, 6, 8. Und ich habe so ein Bauchgefühl, wir brauchen gleich noch eine 10. So, jetzt schauen wir mal. Also diese Gerade zeichnen wir mal als erstes ein. Die male ich mal in Rot ein, weil das jetzt hier die Output-Restriktion sein soll. Der Y-Achsenabschnitt sind 20 Drittel, also 6, Periode 6. Hier wäre 7, sind wir vielleicht so da. Und was kann man hier für T1 einsetzen, damit das hier genau 0 wird? 10, ne? Wenn ich hier 10 einsetze, ist das genau die Nullstelle. Das heißt, meine Output-Restriktion ist gezeichnet als gerade genau diese Geschichte hier. Dann überlegen wir mal, was wir noch so an Restriktionen hatten. Die zweite war die Kapazitätsrestriktion. Kapazität, das heißt, die Summe meiner beiden Produktionszeiten ist kleiner gleich 8. Und wenn ich das nach T2 umstelle, dann bekomme ich da ja raus 8. Na, müssen wir eine Ungleichung draus machen. T2 ist kleiner gleich 8 minus T1.
Das heißt also, die Kapazitätsrestriktion hat ihren y-Achsenabschnitt hier unten und hat die Steigung 1, läuft also genau bis zu 8. Und das Ganze sieht dann also so aus. Damit haben wir die Restriktion ja schon drin. Jetzt fällt mir gerade ein, was ich eigentlich noch vollständigkeitsweise einmal hier sagen muss. Es gibt immer eine sogenannte Nicht-Negativitätsbedingung, bevor ich das vergesse und sich dann nachher beschwert wird. Man definiert immer noch die beiden Produktionszeiten, die man hier hat, als immer größer 0. Ist ja eigentlich logisch, ne? Wie will man irgendwie negative Produktionszeiten einsetzen? Das ist noch nicht erfunden. Ich will es aber hier der Vollständigkeit halber nur einmal erwähnt haben. Also es gibt diese Nicht-Negativitätsbedingung. T1 muss größer gleich 0 sein und T2 muss größer gleich 0 sein. Das ist der Grund, warum wir von vornherein hier nur den ersten Quadranten betrachten. So, zurück zum Problem. Wir haben die beiden Restriktionen eingezeichnet. Das war Schritt 1. Jetzt überlegen wir mal, wo ist denn jetzt hier überhaupt eine Gültigkeit erreicht? Also, wenn wir uns die Kapazitätsbedingungen angucken, dann ist das ja eine Ungleichung. Die beschreibt eine Fläche. T2 muss immer kleiner gleich 8 minus T1 sein. Das bedeutet, dass jeder Punkt, der jetzt hier unter dieser orangenen Linie liegt, diese Bedingung erfüllt. Kleine Stichprobe, wenn wir uns jetzt hier mal diesen Punkt 4, 4 angucken, also T1 gleich 4, T2 gleich 4 und das einsetzen, dann steht da 4 ist kleiner gleich 8 minus 4, kleiner gleich 4 passt also. Also wenn wir uns die Kapazitätsbedingung angucken, dann dürften wir jetzt hier jede Kombination von Produktionszeiten unter dieser orangenen Linie auswählen und hätten das Problem gelöst. Jetzt kommt uns aber die Output-Restriktion da in den Quark und das ist eine Gerade. Das bedeutet, dass nur die Punkte entlang dieser roten Linie nach dieser Restriktion gültig sind. Das heißt, wir müssen jetzt die Schnittmenge bilden aus der Fläche unter der orangenen Linie und allen Punkten auf der roten Linie und damit kommen wir auf einen Gültigkeitsbereich, der überhaupt in Frage kommt und das ist ja dann vom Schnittpunkt aus genau das hier. Denn diese Punkte entlang der roten Linie liegen auf der roten Linie, verletzen also diese Bedingung nicht und liegen unterhalb der orangenen Gerade, verletzen also auch diese Bedingung nicht. Das heißt, um diesen Gültigkeitsbereich geht es. Das ist ja schon mal eine Erkenntnis. Das heißt, den Gültigkeitsbereich, in dem überhaupt eine Lösung liegen darf, den haben wir jetzt hier ja nicht definiert, sondern den haben wir erkannt. Und was ist jetzt der letzte Schritt? Der letzte Schritt ist jetzt folgender. Wir haben ja hier eine Kostenrestriktion und auch die können wir in eine Gerade umformen. Und zwar lautet die dann jetzt folgendermaßen. Ich forme das mal hier um. T2 ist gleich, die beiden hier ausmultiplizieren, das T1 rüberbringen. Und dann kann man noch ein bisschen kürzen. K durch 600 minus 1,5 T1. Das heißt, es gibt jetzt diese Kostenfunktion und die hat einen y-Achsenabschnitt, den kennen wir noch nicht. Was machen wir jetzt? Wir fangen die mal an, hier in den Ursprung zu legen. Wie würde jetzt eine Gerade aussehen, die die Steigung 1,5 hat? Wir gehen 1 nach rechts und 2 nach unten. Das ist ein bisschen blöd hier zu zeichnen. Deswegen gehen wir mal hier 2 nach rechts und 4 2 nach oben, Entschuldigung, und 4 nach rechts. Das heißt also, die Geradengleichung, die ist jetzt hier irgendwie durch sowas beschrieben. Das ist also unsere Kostenfunktion. Und was müssen wir jetzt tun? Wir wissen ja noch nicht, wo ist jetzt der perfekte y-Achsenabschnitt, um kostenminimal zu produzieren. Kostengerade so weit parallel verschieben, bis sie den Gültigkeitsbereich schneidet. Das bedeutet, wir nehmen diese Gerade und wir schieben die jetzt so lange parallel nach rechts, bis sie irgendwann den Gültigkeitsbereich, also diese gestrichelte Linie, schneidet. Und das tut sie jetzt genau an dieser Stelle hier. Das ist also meine Kostengerade. Und das ist ja auch logisch. Wenn ich jetzt das Ganze hier weiter noch nach links schieben würde, dann könnte ich ja immer noch irgendwelche Punkte finden, die den Gültigkeitsbereich schneiden.
Dabei schiebe ich aber die Kosten gerade weiter nach oben. Das hat ja den Effekt, dass dieser Y-Achsenabschnitt größer wird und damit, dass meine Gesamtkosten steigen. Und deswegen verschieben wir die nur so lange, bis wir den Gültigkeitsbereich das erste Mal schneiden. Das ist also genau an dieser Stelle der Fall. Und dann kann man noch das Optimum ablesen. Das ist mir jetzt hier zeichnerisch leider nicht perfekt gelungen. Wenn man es dann nochmal nachvollzieht, dann kommt man hier auf einen produktionsoptimalen Plan von einer Produktionszeit T1 gleich 4 Stunden und einer Produktionszeit T2 gleich ebenfalls 4 Stunden. Und wenn man diese beiden Parameter dann hier in die Kostenfunktion einsetzt, dann kommt man auf Produktionskosten von 140 Geldeinheiten und damit ist man fertig. So, jetzt fasse ich nochmal gerade das insgesamte Vorgehen zusammen. Also lineare Optimierung, wie funktioniert das? Man definiert eine Funktion, die man optimieren will, in unserem Fall eine Kostenfunktion, die Summe aus zwei verschiedenen Produktionsintensitäten. Die beiden Variablen sind die Produktionszeiten T1 und T2, zwei Freiheitsgrade, die unser Problem hat. Dann haben wir Randbedingungen, wir haben Restriktionen aufgestellt, und zwar für den Output die Kapazität und wir haben die Kostenfunktion mit ein paar Parametern gefüttert. Und dann ganz entscheidend, dann kommt eben der Schritt, das Ganze grafisch zu lösen. Das haben wir so getan, dass wir die beiden Restriktionen als Geradengleichung umgestellt haben und dann eingezeichnet haben. Dann haben wir uns überlegt, wo ist denn eigentlich der gültige Bereich, das heißt die Schnittmenge von diesen Restriktionen. Da haben wir genau diesen einen Abschnitt der roten Gerade identifiziert. Dann haben wir in einem letzten Schritt die Kostenfunktion aufgestellt und die so lange parallel verschoben, bis sie eben den Gültigkeitsbereich hier unten schneidet. An der Stelle sind die Produktionskosten minimal und wir erreichen trotzdem unser Ziel, sind alle zufrieden und haben damit diese lineare Optimierung abgeschlossen.